Schönen guten Morgen. Heute geht's weiter mit meiner Bushcraft für Anfänger-Reihe. Und zwar machen wir heute aus einem Stück Holz einen Hering. Kein Hexenwerk, kriegen wir hin. Als allerwichtigstes für mich persönlich erstmal Handschuhe. Dann, ich habe mir einfach einen Stock genommen, habe den auf meine Länge, die ich haben möchte, gekürzt. Und let's go. Einfach ein paar Mal durchgezogen, schon kann man langsam eine Spitze erkennen. Umso langsamer die Spitze ansteigt, umso leichter bekommt ihr den Hering später auch in den Boden. Im Grunde ist das eigentlich schon völlig ausreichend. Wenn man möchte, kann man jetzt natürlich auch noch die Rinde abmachen. Ist kein Muss, kann man machen, mache ich nie. Die Spitze für den Boden haben wir. Jetzt geht es ja darum, dass wir irgendwie noch unser Paracord vom Tarp oder halt das Zelt irgendwie ja noch fixieren können. Ich bin natürlich faul gewesen und habe mir direkt mal einen Ast genommen, wo schon so eine kleine Nase ist. Das heißt, im Grunde bräuchte ich hier eigentlich gar nichts mehr machen, aber ich mache es trotzdem, um euch halt noch zu zeigen, worauf ihr eigentlich achten solltet. Ihr müsst euch immer vorstellen, im Grunde zieht das Seil ja in die Richtung. Also macht ihr quasi hier eine Kerbe. Einmal in die eine Richtung. Ihr dreht den Hering um. Ihr dreht ihn nochmal um. Und im Grunde ist der Hering fertig. Worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, gerade im Umgang mit einem Taschenmesser, mit einer feststehenden Klinge natürlich auch, mit allem, was euch potenziell gefährlich werden könnte. Immer von euch weg. Ihr zieht niemals die Klinge zu euch hin, weil rutscht ihr ab, ist da so ein Daumen im Weg und dooferweise gehört dieser Daumen euch. Also immer weg. Versucht vielleicht auch noch mit der anderen Hand ein wenig Druck auf die Klinge auszuüben. Kann man im Grunde das Holz auch noch viel, viel schöner, ja wirklich wegfressen. Wie der Stefan von Survival Deutschland schon immer sagt, halt es einfach, sei effektiv. Noch schneller bekommt ihr keinen Hering hin. Und, das ist das Wichtige, nicht schön, aber funktioniert. Innerhalb von nicht ganz 4 Minuten ersten Hering mit viel Gequatsche. Im Laufe der Zeit werdet ihr immer schneller. Achtet aber bitte darauf, wenn ihr den Hering in den Boden steckt, steckt ihn nicht wirklich einfach nur pillegerade da rein, sondern immer im Winkel. Dass im Grunde die Schnur, wenn das Zelt hier steht, die Schnur so, immer gegen Richtung des Zeltes. Darauf achten, Zeltaufbau, Tarpaufbau und so weiter, kommt alles in den nächsten Teilen. Hering, check.